Bereits seit nun schon 13 Jahren gedenken die Mutschnur-Boxer Manfred Bergmann. Ihm zu Ehren wurde zum 62. Todestag des Mutschnur-Boxers erneut in der kleinen Mutschnur-Sporthalle ein hochkarätiges Boxturnier ausgerichtet. Thomas Koch, Vorsitzender des Hohenstädter Sportvereins, eröffnete das Turnier, würdigte den Boxer und seine Leistungen. Neben zahlreichen ehemaligen regionalen Boxern begrüßte Koch nicht nur Gönner und Förderer des Mutschner Boxsportes. Neben dem Mutschner SV und dem Hohenstädter SV konnten noch weitere 7 sächsische Boxvereine in der Halle vorgestellt werden. Delitzsch, Bautzen, Dresden, Roßwein, Waldheim, Wurzen und Oschatz schickten ihre Fighter zum Kampf. Nach der Vorstellung aller Kämpfer konnte der Wettstreit in dem 16 bis 24 Fuß großen Quadrat beginnen. Von den 12 avisierten Kämpfen wurden 3 als Sparringskampf ausgeschrieben. Sparring bedeutet dabei, wettkampfnah, sich mit jemandem auseinanderzusetzen. Es soll ein echter Kampf simuliert werden, wobei es keine echte Wertung oder Einträge in die Kampfbilanz gibt. Hier traf bei den weiblichen Kadetten die Roßweinerin Annika Burchert auf Janine Lessig vom Hohenstädter Sportverein und ihr Vereinskollege Daniel Fink traf auf den Delitzscher Oliver Schulz. Bereits die Kämpfe der Schüler ließen die Stimmung in der gut besetzten Halle ansteigen. Im Kampf des Bautzner Diego Campo in der roten Ecke und dem Wurzner Jerome Clement sah man lange Zeit keinen klaren Sieger. Beide ließen nicht locker, brächten immer wieder nach vorn, um wirkungsvolle Treffer zu setzen. Am Ende unterlag leider der Wurzner nach Punkten. Janik Lessig vom Hohenstädter SV traf im nächsten Schülerkampf auf den Dresdner Maxim Horn. Auch hier siegte letztlich der Kämpfer in der roten Ecke nach Punkten. In jedem der 12 Kämpfe lief aber nicht nur das Publikum zur Höchstform auf. Auch die Trainer der Kämpfer gaben lautstarke Unterstützung vom Rand aus. Ein Highlight des Abends dürfte wohl der Kampf der Junioren zwischen dem Mutschner Toni Wenzlaff und dem Hohenstädter Faustkämpfer Daniel Michael gewesen sein. Obwohl Wenzlaff einmal angezählt werden musste, schaffte er es, den Spieß noch einmal umzudrehen und durch erfolgreiche Treffer den Kampf zu seinen Gunsten noch zu entscheiden. Auch der letzte Kampf des Abends wurde zu einem regionalen Erfolg. Während der Dresdner Ali Nabizade wegen Meckerns einmal vom Ringrichter verwarnt wurde und im weiteren Kampfverlauf noch ein weiteres Mal angezählt werden musste, siegte nach tosendem Beifall sein Kontrahent aus der blauen Ecke, Dennis Fink vom Hohenstädter SV, nach Punkten. So reihte sich in den 3 Stunden der Mutschner Traditionsveranstaltung Kampf an Kampf. Und man wird auch bestimmt im nächsten Jahr mit der Hilfe vieler Sponsoren und Freunde des Boxsportes diese Veranstaltung bei einer Neuauflage zu einem Highlight werden lassen. Doch bevor es soweit ist, kann man die Boxer des SV Mutschen und des Hohenstädter SV am 16. Juni ab 13 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Hohenstädt bei den dort stattfindenden Sparkassen Kinder- und Jugendspielen 2018 unterstützen. Und dann soll es in diesem Jahr noch ein Box-Highlight geben. Am 1. September feiern die Mutschner Boxer 70 Jahre Boxen in Mutschen. Dazu haben einstige regionale Boxer ihr Kommen schon zugesagt und werden zum Teil noch einmal als Kämpfer in den Ring treten. So Thomas Koch zum Abschluss.